Cinderella ist ein Stück, was wirklich in das große Ballettrepertoire gehört. Und Cinderella ist also nicht nur ein großartiges Märchen, sondern ist eben auch einfach eine großartige Partitur. Und es hat den absoluten Traum, oder sage ich mal, das Potenzial, ein Traumballett zu werden, weil es geht um Träume, es geht um Wünsche, es geht um Erfüllungen. Und ich glaube, das hat Potenzial für die Zuschauer und für die Tänzer etwas ganz Besonderes, ein besonderes Erlebnis zu werden, einfach eine ganz besondere Reise. Ich erzähle Cinderella erstmal als großen Traum von Cinderella. Sie träumt nicht von dem Prinzen, sondern sie träumt vom Ballett. Es ist wirklich Ballett im Ballett. Und ja, sie will auf den Ball und sie will tanzen. Daher spielt auch der ganze erste Akt nicht zu Hause bei der Familie, sondern er spielt eben wirklich im Ballettsaal, wo die Tänzer eben üben für den großen Ball, für die Polonaise oder vielmehr für den großen Walzer, den Eröffnungswalzer. Ihr Vater, Cinderellas Vater, ist ein Ballettmeister. Die böse Stiefmutter ist eben auch eine Ballettmeisterin, aber eher etwas frustriert und von der zackigen Art, sage ich mal. Nur den Traum vom Prinzen, das war mir irgendwie zu wenig. Ich wollte einen übergeordneten Traum haben. Und da ist der Traum vom Ballett, diese Welt, diese Erfüllung von der Bühne, vom Applaus, vom Tanzen, fand ich einfach viel spannender als dieses Reduzieren auf, sie will zum Ball und den Prinzen kennenlernen. Dass sie auf meinem Ball dann trotzdem den Prinzen kennenlernt und mit dem tanzt und eine tolle Ballnacht hat und dann eine große Ballerina wird, finde ich, ist dann Happy End im Happy End und ist nochmal einfach ein zusätzliche, sage ich mal, Zutat, die das Ganze, glaube ich, noch etwas spannender macht. Eine große Herausforderung war natürlich, Cinderella verliert einen Schuh. Und wenn das natürlich alles in der Ballettwelt spielt, war naheliegend, dass Cinderella einen Spitzenschuh verliert. Es ist eine große Herausforderung gewesen, eine Ballerina während des Tanzes den Spitzenschuh verlieren zu lassen. Aber wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Lösung dafür. Und wie sie das macht, schauen Sie selber. Und ich hoffe, Sie werden es nicht mitkriegen und einfach realisieren, irgendwann liegt der Schuh da. Sie sind alleine auf dem Ball, es gibt einen Moment der Intimität und ich war mir ganz wichtig, dass dort einfach nicht nur der Prinz und Cinderella stehen, sondern dass dort einfach zwei Menschen stehen. Ein junger Mann, eine junge Frau, die sich gefunden haben und die sich jetzt in ihrem Liebespas-de-deux finden und miteinander tanzen. Daher habe ich beschlossen, dass sie quasi ihre Kostüme, den Panzer von sich ablegen und er einfach wirklich in seinem schlichten, ich sag jetzt mal in seinem Unterhemd dort steht. Sie hat nur ihr Unterkleid vom Ball noch an und in dieser ja, sehr fragilen und zerbrechlichen Situation lernen sie sich also wirklich kennen. Es gibt diese Seelen, es haben sich die Seelen dieser beiden jungen Menschen getroffen und nicht das Äußerliche und die Etikette.